Hey, in diesem Video zeige ich euch, wie man das Lenkerband am Rennrad wickeln kann. Dafür brauchen wir nur ein Rennrad, Lenkerband, Schere und Isoband. Wichtig dabei ist, dass wir die drei Grundregeln kennen. Und zwar immer von unten nach oben wickeln und rechts im Uhrzeigersinn und links gegen den Uhrzeigersinn. Denn so wird das Lenkerband fest bleiben und versetzt sich nicht. Bevor man mit dem Wickeln anfängt, sollte man die Zughüllen, die hier verlaufen, mit Isoband befestigt haben. Außerdem sollte man gucken, ob die SDIs richtig eingestellt sind, denn jetzt wäre den richtigen Moment, um sie richtig einzustellen. Außerdem sollten wir uns mit der Spannung oder mit der, eher gesagt, Flexibilität vom Lenkerband auseinandersetzen, damit wir wissen können, wie viel Spannung wir beim Wickeln reinbringen müssen. Bevor wir mit dem Wickeln anfangen, müssen wir hier diese Pappe von dem Klebenstreifen wegmachen. Danach setzen wir das Lenkerband hier am unteren Teil von dem Rohr, damit es am Ende besser aussieht, wenn wir den Stopfen einsetzen. So können wir jetzt mit dem Wickeln anfangen. Wichtig ist, die richtige Spannung zu halten. Außerdem muss man dieselben Abstände beibehalten und deswegen orientiere ich mich einfach hier an diesem Klebestreifen. Ich versuche immer den Rand von dem Lenkerband an der Mitte von diesem Klebestreifen zu behalten. Wenn wir hier angekommen sind, dann können wir die mitgelieferten Stückchen nehmen und hier an der Stelle setzen, damit sie nicht mehr zu sehen ist, wenn wir fertig sind. Danach können wir das Lenkerband weiterwickeln. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir keine Spannung verlieren. Wenn wir hier unten am SDI angekommen sind, dann müssen wir weiter oben wickeln. Hier bei Shimano haben wir speziell diesen kleinen Teil, wo das Lenkerband darunter verlaufen soll. Ist einfach nur ein etwas besser für das Aussehen. Ungefähr hier können wir schon anfangen, diese Kurve vom Lenker zu befolgen. Und so wird der Abstand im inneren Teil etwas kleiner und im äußeren Teil etwas größer. So, jetzt sind wir zum Ende gekommen und müssen nun das Lenkerband hier einmal schneiden, damit der Übergang zum Lenker auch ganz schön aussieht. Deswegen nehme ich mir die Schere und schneide es einmal durch. So wird das schöner aussehen.
So. Und nachdem wir es mit dem Isoband befestigt haben, sind wir mit dem Wickeln fertig. So, jetzt am Ende müssen wir nur noch die Stopfen reintun. Dafür beachten wir, dass das Lenkerband wirklich nach innen gepresst wird. Komplett, damit es schön aussieht. So, und so wären wir fertig mit dem Lenkerband wickeln. Wenn wir eine Seite schon zu Ende gewickelt haben, dann können wir die nächste Seite wickeln. Dabei ist es wichtig, dass wir dieselben Abstände behalten, damit das gleich lang und dick wird. Am Ende schneidet man das wieder durch und steckt den Stopfen wieder rein. Dann haben wir unser Lenkerband zu Ende gewickelt und wir können wieder richtig loslegen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als ein Rennrad mit einem schlecht gewickeltes Lenkerband. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder andere Videovorschläge, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr auf dem Laufen bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Das war's heute von mir, euer Santiago und Fahrrad-Enkel.